Hi und herzlich willkommen hier von Nokias Messestand auf dem MWC. Ich halte hier das Lumia 720 in der Hand. Das wurde heute zusammen mit dem Lumia 520 vorgestellt. Beide laufen mit Windows Phone 8 und beide haben denselben Prozessor, nämlich einen Dual-Core-Prozessor, der mit 1 GHz taktet. Beim Lumia 720, also dem hier, ist aber eine 6,1-Megapixel-Kamera verbaut hinten. Die ist etwas besser, hat auch einen LED-Flash, das hat das Lumia 520 nicht. Auch vorne gibt es hier eine Kamera, die löst mit 1,2 Megapixeln auf. Der Bildschirm ist 4,3 Zoll groß. Der interne Speicher ist 8 GB groß und lässt sich per Micro-SD-Karte um bis zu 64 GB erweitern. Dafür gibt es hier einen Slot, beziehungsweise hier, einer davon muss der SIM-Karten-Slot sein. Welcher genau, kann ich euch jetzt nicht sagen. Das Gerät kommt im zweiten Quartal auf den Markt. Nokia hat es zu einem Preis von 379 Euro angekündigt. Hier drin verbaut ist auch noch ein 2000 mAh starker Akku. Das war's hier erstmal vom Lumia 720 und vom Nokia Messestand. Ich verabschiede mich von euch, danke euch fürs Zusehen und sage bis demnächst.